Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow und wir spielen gegen Bayer Leverkusen, quasi ein Revanche-Match im DFB-Pokal-Achtelfinale. Das kann ja nur lustig werden, jetzt nochmal gegen die zu spielen, nachdem wir das letzte Spiel ja doch sehr glücklich unentschieden gespielt hatten. In meinen Erinnerungen war das zumindest so. Ach komm. Das will doch niemand sehen hier. Ach du heiliger Strohsack. In the German Cup, the Deutsche Pokal. It's beginning to hook up now. Two of the 16. Na, wenigstens haben wir Anstoß. Wir spielen mit Kachunga wieder dabei. Und den anderen üblichen Verdächtigen. Ja, wir haben den Ball reingebracht. Und oh, Volley gespielt. Hätten wir auch, glaube ich, annehmen können. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Oh. Ah, okay, alles klar. Die haben sich gut durchgespielt, aber schlussendlich doch nicht überzeugt. Ja. Gut nachgesetzt hier auch wieder von Hintersee, aber jetzt denn machen. Ach shit, jetzt habe ich mich hier verrannt. Und oh, da sind wir zum Abschluss gekommen, aber da war noch ein Spieler zwischen. Das klappt dann natürlich nicht. Und oh! Ja, da waren wir gut dabei. Ja, der ist zu schnell. Der ist zu schnell für den. Boah, rennt der hier durch. Ja, war mal mit der Hand anscheinend dran. Schlecht abgeworfen von Nyland, aber hat sich erledigt. Zumal ich da auch gar nicht hin wollte. Ah, da habe ich zu früh bzw. zu spät gesehen, dass der den Ball angezeigt hat. Nee! Da hätte ich besser dann abschließen sollen. Ich glaube, es hätte uns dann mehr gebracht. Ah, schade. Hätte ja auch klappen können. Ah, Handspiel.
von Leverkusen. Nein! Oh! Da wollte ich eigentlich gar nicht mehr abschließen. Da dachte ich mir, wollte ich eigentlich eher passen. Und drin! Das mag ich an Hinterseher so. Dass Hinterseher auch ganz kopfballstark ist. Deswegen habe ich ihn auch in meiner St. Pauli-Karriere sehr genossen. Weil er dann noch meistens die Kopfballtore gemacht hat. Und da setzt er sich gut durch und trifft zum 1:0 im DFB-Pokal. Wie gesagt, ein Pokal, den ich eigentlich gar nicht so wichtig finde. Ich kann mal ein bisschen auf Verteidigung gehen. Und Hinterseher! Abgeblockt. Okay, jetzt haben sie es gerochen. Und drüber gesetzt von Roger. Aber da war der Schuss aus der zweiten Reihe für mich das Konsequenteste, was man jetzt machen können. Ja. Da wollte ich vorbei. Hat nicht so gut geklappt. Ey. Ach, Mist. Na, wird der jetzt abgepfiffen? Nee. Doch, jetzt. Okay, wir gehen mit einem 1:0 Vorsprung in die Pause. Im Achtelfinale des DFB-Pokals und wir werden hier nicht wechseln. Handspiel von Matip. Deswegen abgepfiffen. Und Abstoß vom Tor. Huch, nur gestriffen mit dem Kopf, deswegen nicht sehr platziert. Ecke, ich frage, warum dann Dingens nicht hingegangen ist, Nilland, um den zu holen, weiß ich nicht. Abseits. Hätten wir doch. Kanoglu. Groß hat versucht, den erstmal rauszupunchen. Und Brejeri mit dem Fuß ausgeklärt. Okay, wir werden nochmal auf sehr defensiv wechseln. Einwurf für Bayer Leverkusen. Ja, Kanoglu mit dem Kopfball, aber Abstoß.
Cohen! Ah. Dann habe ich noch ein Handspiel gemacht. Ja gut, das kann gut sein. Keiner geht hin. Und wieder meine Verteidigungstaktik hier, die hier nicht aufgeht. Oh. Und Hernandez schießt den Ball ins Netz und ich kann nichts mehr sehen, weil jetzt hat hier gerade das Spiel mal wieder einen kleinen Klacks weg. Habe ich schon lange nicht mehr. So, ja, da müssen wir auch nicht mehr defensiv spielen. Ey! Was die sich hier mal alle erlauben können. Abseits. Brauchst nicht hingehen. Gut, nicht grämen, weil immer, wie ich sage, ist mir das tatsächlich egal. Ja, aber was mich natürlich ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, dass wir dann jetzt gleich wieder ins Elfmeterschießen oder so einen Scheiß kommen. Ne, weil Hinterseher macht das Ding. Alter Falter. Da sind wir reingezogen. Den ersten Schuss konnte Leno noch abwehren, den zweiten. Keine Chance, direkter Gegenschlag. Bam! Und dann da hatte er keine Chance, kurze Ecke. Hätte auch ebenso gut ins Auge gehen können. Hinterseher, sehr gut gemacht. Und wir wechseln jetzt gleich auch mal aus. Werden Hartmann bringen für Kachunga. Dann müssen wir nämlich auch ein bisschen schonen. Bauer wird kommen. Und den Rest lassen wir erstmal so. Aber ein bisschen Schonung muss hier reingebracht werden. Und ab ins Aus. Hätte Hinterseher durchaus noch sein drittes machen können. Ja, ein bisschen nach vorne müssen sie jetzt schon. Abseits. 90. Minute, 3 Minuten gibt es obendrauf. Ein bisschen vorsichtig jetzt auch sein. Und weg. Jupp. Wir gewinnen das Achtelfinalisch im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen mit einer schönen Einzelleistung von Hinterseher. Das hat er gut gemacht. Und stehen damit im Viertelfinale. Gegen wen auch immer. Warte, wir können es ja sehen. Hertha hat gegen Bayern gewonnen. Alles klar. Läuft bei denen. Wo sind wir denn? Da. Also wir müssen gegen Greuther Fürth beim nächsten Mal ran, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist gut. Und wir kommen in die Transferphase. Stopp, wir werden jetzt hier stoppen. Mit Ingolstadt kommen wir in die Transferphase.
Wichtige Infos zum Transfermarkt, geänderter Spieltermin, Turnierpreisgeld, 160.000. Und ab jetzt geht's los. Jetzt sammle ich eure Vorschläge wieder ein. Ich werde hier nochmal verlinken, wo ihr da eure Tipps und so weiter ablassen könnt und werde dann anfangen, jetzt so langsam aber sicher schon die ersten Sachen auszusieben, die ich sowieso loswerden wollte. Immer bedenkt immer daran, dass ich entscheide hinterher, wo wir dann, was wir machen und wen wir dann auch auf jeden Fall abgeben wollen und dann werde ich auch neue Spieler berücksichtigen. Ich danke euch erstmal fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Crunchcore sagt bye bye.